Partyhaus vollständig. Es gibt neue Waffen im Laden. Sehr gut. Und etwas will ich auch nochmal probieren. Das habe ich im Handbuch auch gelesen. Es gibt jetzt verschiedene Sachen, die wir hier bauen können. Andere Geschütze. Minenschacht. Miniladen und ein Turm und sowas. Und ein Helikopterpad. Das wollen wir nochmal bauen. Ich weiß sogar, welche Taste ich dafür benutzen muss. Eine Premiere. Okay, den Smarty, den legen wir hier nochmal. Irgendwer schießt doch da schon wieder. Ah, unser Geschütz. Schießt unser Geschütz hier. Oh, hallo. Stehen hier immer 20 Leute vor unserer Tür. Da kann unser Geschütz auch nicht mehr viel machen. Nein, zu weit. Ach, da lebt ja immer noch einer. Na, den lassen wir jetzt einfach mal raufschießen. Mann, ich will doch da nur oben rauf. Wer findet sowas? Hätte man da nicht viele Leiter oder so noch ranstellen können. So, komm jetzt. Jetzt aber, jetzt. Genau. Und wir haben einen Helikopter. Und den möchte ich jetzt natürlich mal ausprobieren. Juhu. Ah gut, okay, ich bin jetzt nicht unbedingt der begnadete Flugspieler hier. Das dauert ja überhaupt nicht lange, um einen Gegner mit zu töten. Aber cool ist es trotzdem. Yeah. So, auf alle Fälle ist das Ding schön schnell. Und was man auch nicht vergessen darf, das Spiel ist ja eigentlich auch für Multiplayer konzipiert. Habe ich noch nie mitgespielt. Ich vermute mal, wird auch keiner mehr machen. Ui. Oh, 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 oh. Das sieht nicht so gut aus. Plopp. Ha, wir haben es endlich mal geschafft. Das waren sie gar richtig einzusetzen hier und da. Aber ich ziehe mich dann trotzdem lieber nochmal zurück. Also gegen Raketentürme im Flugzeug zu kämpfen, ist vielleicht nicht die genialste Idee, besonders mit meiner Treffsicherheit. An die anderen Gebäude brauchen wir jetzt nicht unbedingt probieren. Die sind dann, glaube ich, wirklich eher für den, kommt man jetzt wieder raus, für den Multiplayer konzipiert. Vermute ich mal. So, wie kommt man hier wieder raus? Alles klar, so. So, wir nehmen die Pop-Up-Bombe mit. Wir nehmen neue Munition mit, wir haben gute Waffen bei uns. Und jetzt machen wir uns mal schnell auf, die Mission zu beenden. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt hin. Uns durch die Monstermassen da zu kämpfen. Und das Gebäude haben wir schon gesehen, ich hoffe, dass es fällt recht schnell mit einer Pop-Up-Bombe. Meine Power hat sie ja immer gehabt. Wo will der denn jetzt hin? Hallo? Du hast meine Erlaubnis zu sterben. Gibt's ja nicht. Jetzt verarscht uns hier so ein kleines Vieh. Und ich rede hier von schnell die Mission beenden, ja. Kann ich durch die ganze Pampa auch so ein kleines Vieh zu erledigen. Ihr dürft ruhig mit angreifen, Leute. Wirklich? Bennett, du bist so schlecht. Wir brauchen doch hier jeden Mann.
denn? Okay, er ist wieder da. Ja, er kommt also nochmal wieder. Das gut. Nein, nicht. Ach, die sollte ich doch nicht aufteilen. Ach, das ist ein bisschen blöd, wenn man eben hofft, dass man die Leute eben einzeln schön kriegt. Also die ganzen Leute mit einem Schuss. Aber einer von unseren Leuten trifft die eher. Verteilen die sich immer, ja? Das ist ein bisschen blöd. Und zum schnellen Vorankommen auch nicht gerade das Ideale, muss man ja auch sagen. So, ich hoffe, wir kommen trotzdem gut voran jetzt hier. Ich glaube, hier lebt noch irgendwo einer, oder? Oh, ich hoffe mal, da oben wieder Flugstaffel. Aber mit denen machen wir kurz einen Prozess. Na, wie es jetzt aus der Luft geschossen zu werden, das ist nicht so schön, ne? Aber da musst du jetzt durch. Wie du mir, so ich dir. Aber nicht so, wie ich dir, so du mir, bitte nicht. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich dir, so du mir? Nein. Ach, was soll's. Ich höre einfach auf, Mist zu labern. Und, ach ja, man kommt mit der Pop-Up-Bombe, kann man nicht so gut fliegen, weil die so schwer ist. Bitte jetzt nicht losfliegen, Leute, bitte nicht losfliegen. Wir müssen die Geschütze zerstören, ohne hier Raketen auf uns hetzen zu lassen. Aber wenn wir alle fünf raufschießen, geht das ja mal so super mit den Geschützen. Den Sniper machen wir auch mal fertig. Das Geschütz kriegen wir hoffentlich auch aus guter Reichweite. Kaserne? Ja, die. Sieht nicht so aus. Aber mit dem Schaftgewehr kriegen wir die. Ist zwar jetzt pure Munitionverschwendung. Aber aus sicherer Entfernung. Das glaube ich besser. Oh je. Na, jetzt haben wir überhaupt nicht viele Gegner aufgeschreckt. Gut, dass wir unsere Raketen erwarben. Sollte man meinen, dass das gut ist. Boah, sind das viele. Ui, 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 ui. Das macht ja gar keinen Schaden, das Ding. Nein, und jetzt noch in die Wand schießen. Das ist immer sehr ungünstig. Ah, da kommen die nächsten. Nein, was ist denn jetzt? Jetzt werden wir hier noch von Piranhas gefressen und ach. Oh. Gibt's ja nicht. Ihr sollt schießen. Wir machen uns gerade ganz schön fertig. Ich finde aber, die halten auch so fair aus mittlerweile. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt mehr Leben haben oder. Ich finde das auf alle Fälle anstrengend. Was ist denn das, wenn dieser Strom an Leuten nicht aufhört? Oh, in der neue. Und so viel Munition haben wir da gar nicht. Von überall kommt jetzt hier irgendwas angeflogen, ist doch. Ah, ich nehme mal den. Ich glaube, ich muss mich mal zurückziehen und heilen oder so. Das ist, glaube ich, die bessere Alternative jetzt hier. Wir haben uns ja gut vorgekämpft. Versuchen wir mal hier zu fliehen.
Uiuiui, hätte ich jetzt gewusst, dass das noch so schwer wird. Aber ich hoffe also, wenn man jetzt stirbt und das alles nochmal machen muss, das wäre echt hart. Also ich denke mal, das wäre auch im Interesse von den Zuschauern. Jetzt wird auch noch die Basis angegriffen. Oh. Erfolg haben wir auch noch. Schnell durchs Tor. Also so aggressiv waren die wirklich noch nie. Also es ist jetzt merklich schwerer geworden, habe ich das Gefühl. Merklich. Und direkt stirbt. Nein, ihr darf nicht sterben. Muss uns doch noch helfen. Oh, schnell erstmal heilen. Dann können wir uns um den Rest kümmern. Spritzen nehmen wir auch mit. Das geben wir mal weg. Und wir nehmen mal ein paar Minen mit. Das können wir hier brauchen. Ah, und da sind. Ist ja auch. Jetzt kommen sie wirklich von allen Seiten hier. Oje, oje, oje. So, ich nehme noch mal ganz kurz das Reparaturgewehr, noch mal schnell die Basis aufrüsten. Nicht, dass die dann wirklich in der Zwischenzeit hier durchbrechen. Meine, wir haben mal gesehen, wie viel gerade hier los ist. Und ich möchte dann doch gerne mit dem Helikopter jetzt da hinfliegen, schnell die Bombe abwerfen. Und die Mission beenden. Irgendwas schießt ja da immer noch. Komm schon, Mauer. Wäre wahrscheinlich effektiver gewesen, erstmal die Gegner dazu besiegen. Dupdidu, dupdidu, so schnell jetzt hier, kommt, 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 kommt. Oh Gott, da sind ja noch so viele. Was? Der Feind hat Bajoy. Wie denn? Wie ist der denn jetzt da reingekommen? Aber egal, raus kommt er nicht mehr. Der Feind hat Bo Joyce. Na, das fehlt ja jetzt wirklich auch. Hört doch mal auf, meine Basis kaputt zu machen. Oh je, oh Mann, 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 das dauert jetzt so lange. Ich glaube, die Mission, da sind wir jetzt bestimmt schon ewig dran. Ich hoffe, dass ich das lerne über die nächsten Missionen, dass es dann ein bisschen schneller geht. Ich weiß ja, dass es doch sehr, sehr schwer geworden ist. Warum treffe ich den nicht? Also man sollte vielleicht dann doch nochmal so ein paar... sich die Zeit nehmen, so ein paar Geschütztürme aufzustellen. Das scheint dem... dem, wenn man die Basis fertig gemacht hat, scheint ihm doch irgendwie die Zeit wert zu sein. So, ich weiß, irgendwo wird da noch geschossen, aber was soll's jetzt. Wir holen uns die Bomber, setzen uns auf unsere schöne Maschine und sprengen die Basis in die Luft. Damit es endlich vorbei ist. Komm, Bombe. Munition. Und unser Helikopter.
der auch wahrscheinlich durch die Bombe so leicht ins Trudel gerät hier. Oh Gott, ich dachte, das wären jetzt alles Patrouillen, was nur so Wimps. So, die überfliegen wir jetzt mal alle und hoffen. Na, das war brillant. Das war ja wieder richtig genial. So, unsere Leute sind nicht da. Vielleicht kriegen wir die jetzt mal alle ein Streichen. Oder? Genau so wollte ich das. Machen wir noch schnell das Geschütz kaputt. Schnell. Betonung auf. Schnell. Und dann ab in die Basis. Und die Bombe legen. Das. Wie reicht das, wenn wir die hier einmal stellen? Das reicht nicht. Oh, das ist bitter. Und zwar nicht die gute Sorte bitter. Nochmal zurück. Aber den Weg haben wir sehr gut freigekämpft. Er lebt ja noch. Und immer auf die Leben achten. Nicht sterben. Ah, ich weiß noch nicht ganz, was ich von den Raketenwerfer halten soll. Wir haben nur noch einen unserer tapferen Leute an uns. Der Rest ruht sich mal wieder aus. Ah, wenn man mit der Pistole auch Kopfschüsse bekommt, dann geht das auch ganz gut. Was? Wer schießt da? Oh, was soll's. So, mal schnell hier wieder so ein Ding holen. Ja, wieder. Wieder bitte schnell. So, komm. Ich hoffe, wir können noch ein neues holen. Sehr gut. Damit sind wir doch ein bisschen schneller. Bombe holen, komm schon, Bombe. Und auf! Zum hoffentlich letzten Bombenangriff. Oh je, nochmal so eine Flieger starten. Ich weiß ja nicht mal, haben wir den Dingen überhaupt Schaden gemacht? Vielleicht reicht es ja nicht, wenn man die auf den Boden stellt. Okay. Probieren wir es aus. Vielleicht fliege ich mal ein Stück höher. Oder? Stellen wir es mal hier hin. Na. Okay, diesmal haben wir es. Und damit ist doch hoffentlich die Mission vorbei, oder? Es nützt alles nichts. Sie werden uns auslöschen. Ich muss los und die Wurzel der Reaper-Macht vernichten. Meine Mutter. Delphi, hier bist du sicher. Was? Verstehst du denn nicht? Ich besitze große Macht. Mir fehlt nur das Wissen, um sie freizusetzen. Das Wissen? Ja. Und es gibt nur einen einzigen Smarty, der sie mich lehren kann. Jan. Jan! Jan? Ja, Jan, der Samurai Smarty. Ich muss sofort zu ihm. Aber Delphi, werden wir uns jemals wiedersehen? Oh, der Glückspilz. Keine Sorge, ich werde zurückkehren. Aber die Piranhas. Ja.